und seid wieder herzlich willkommen zurück bei Fable Anniversary, wo wir gerade von Scorms Kapelle kommen und uns jetzt, nein, direkt auf den Weg nach Nordhold Late machen werden, um die Quest auch nochmal zu machen. Bevor wir dann schlussendlich wieder mit der Hauptquest fortfahren. Wir hätten schon viel früher mal und häufiger mal zu Scorms Kapelle gehen sollen und da irgendwen abliefern. Denn wir erhalten ja jedes Mal quasi diese Punkte da, ne? Also nicht die böse Punkte, also die bekommen wir auch. Aber am Ende gibt es ja noch ein Geschenk. Und dieses Geschenk möchte ich haben. Denn das ist ein ziemlich geiles Geschenk. So, erstmal hier zu Le Cheffe. Das nehmen wir auch gerade mal mit. Hier entlang. Ihr sollt mir doch helfen. Was willst du denn, Alter, du Lappen? Oh, endlich! Ein Held! Mein jüngster Sohn. Er wurde von Räubern entführt. Ich hatte ihm verboten, im Wald zu spielen. Wenn ich kein Lösegeld zahle, schicken sie mir seinen Kopf. Oh, warum passiert sowas immer mir? Warum? Weil du ein Lappen bist. Diese dreckigen Wilden halten ihn in einer Höhle in Witchwood gefangen. Ihr müsst ihn retten. Hier ist das Lösegeld. Wenn ihr sie töten könnt, ist es euer. Meinem Sohn darf nichts geschehen. Ich muss mich hinlegen. Das ist alles viel zu viel für mich. Losche. Hey, ihr da. Ja. Sag an. Ihr wollt also meinen kleinen Bruder befreien. Hervorragend. Toll. Wisst ihr, mein Vater ist alt und dumm. Könnt ihr glauben, dass er das Göhr zum nächsten Häuptling machen will? Das dürfen wir nicht zulassen. Es wäre das Ende dieser Stadt. Wollt ihr richtig Gold verdienen? Dann bringt mir den Jungen. Ich werde auf dem einsamen Weg auf der anderen Seite der Dämonentür warten. Ohne einen Kratzer tötet ihr den Führer Opfer unverletzt. Befreit den Häuptlingssohn aus der Witchwood-Höhle. Da waren wir ja schon mal. 7.500 haben wir direkt eingeheimst. Dann gehen wir mal direkt dorthin. Wo ist es denn? Witchwood Kallistor? Oh, können wir gar nicht so. Okay, gut. Dann gehen wir da manuell hin. So, wir dürfen auch nicht vergessen den Faustkampfclub, ne? Das steht ja auch noch uns bevor. Mir nur gerade wieder eingefallen, wo wir da gerade vorbeigelatscht sind. So, Bogenschießen können wir auch noch mal ein bisschen machen dann. Weil ich immer noch glaube, dass wir da einen Silberschlüssel bekommen. Weißt du was, ich mach das gerade noch mal. Wenn wir gerade schon hier eh vorbeilatschen, dann können wir auch gerade noch mal eine Runde machen. Ich mach's jetzt trotzdem mit Controller. Willkommen. Drückt mir die Daumen. Nein. Ja. So. So. Das war schon mal direkt daneben. Das ebenfalls. Oh, man sieht irgendwie schlechter diesmal. Der hat irgendwie seine Klamotten jetzt da am Weg. Das ist nicht so geil. Aber ich gebe mal ein bisschen Gummi, ne? Boah, ich muss die Klamotten wechseln. Das geht gar nicht so. Weil ich ständig einen Lappen da vor Augen. Boah, Alter, ich sehe nix, ne? Weil er ständig seinen scheiß Ärmel da drin hat. Ja, nee, das wird auf jeden Fall nicht so gut. Boah, weißt du was? Ihr kennt die Regel. Ja, ja. Ey, ich muss die Klamotten gerade mal wechseln. Moment. Das geht ja gar nicht, ey. Sekunde. Wir machen es folgendermaßen. Keine Bekleidung. So, wir gehen nackig hier hin. Oh, sexy. Oh, geil. Okay. Moin. Seid ihr bereit? Ja, sind wir. Nein, wollen wir nicht. Ja, let's go. Okay, direkt drehen. Ah, viel besser, ey. Thank you.
Hey, nein! Oh, Alter, fucking R1-Taste! Oh. Ah, diese Kaktusschaute, ich reiß die Welt raus. Da sehen wir mal, wie viele Punkte. Hier ist euer Preis. Ficke dich. Nein, ich will das ganz schön aufregen. Willkommen. Okay, noch einmal. Nein, ich will die Regeln nicht heute schon. So. Oh, Mann, diese Kacktaste, ey. Nein, das regt mich überhaupt nicht auf. Das ist echt schwer, ne? Das ist richtig schwer. Das ist sehen wir ja, mal wirklich. Ja, Schnauze. Der Sieger letzte Woche gewann ein ganzes Rad leckeren Bauerstone-Käse. Ich zeig dir gleich, was das du gewinnst, Kollege. Oh, Alter, das ist richtig, richtig schwer, ne? Also vor allem mit Controller, Alter. Oh. So, da wollte ich gar nicht hin. Ey, mit den Willenskraft-Klamotten, ne? Ey, geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Das geht richtig gar nicht. Furchtbar. Oder hast halt permanent diesen blöden Lappen da von den Klamotten in der Fresse. Ah, nie, ey. Das macht mich wütend. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal wieder zu unserer Quest zurück, damit wir hier nicht ewig auf irgendwelche Strohpuppen schießen. Und ich bin immer noch fast sicher, dass es da einen Silberschlüssel gab. Aber ich habe natürlich in der Zwischenzeit nicht nachgeschaut, weil ich schlau bin. So, na Jungs, alles klar bei euch. So, die sind natürlich ein Kinderspiel. Ich werde mal ganz kurz, weil es gerade nicht aktiv ist. Und ich, bevor ich es vergesse, ne? Ihr kennt das ja, das Spiel. So, nein, 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 ja. So, na Jungs, alles klar. Ach, guck mal, wen wir da haben. Ach komm, machen wir so einen Alarm hier. So, einmal schön Erfahrung saugen, bitte. Geil. So, das waren hier auch schon alle. Ein Rubin haben wir. Ach so, das ist bestimmt von dem Golem eben. So. Na? Habt ihr auch schön Angst? Hab ich hier eigentlich alles mitgenommen? Ja, ne? Ja. Da ist nüt mehr. Ich lade hier nochmal ganz kurz auf. Was ist hier los? Ach so, Mensch. Ja, ja, ganz bestimmt. So, Avo-Sample. Mensch, da war ja schon lange nicht mehr. Uiuiui, was ist denn hier los? Was ist denn bei euch? Mensch. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Weiß gar nicht, warum die hier sind gerade, ehrlich gesagt. Aber hey, okay, ja, können wir mal wieder mitnehmen. So, ach. Der ist schon wieder da. Ja, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aua, da hat gerade mein Handgelenk geknackt. Weil ich hier seit der Montagsfolge quasi natürlich wieder straight am Aufnehmen bin. Ihr wisst ja, wie es läuft. So, was ist denn mit dir hier eigentlich? Mit dir können wir ja handeln. Komm, machen wir mal. Wir haben schon lange nicht mehr gemacht. Tätowierungen, Spiralde mit Somrune, den haben wir noch, welchen haben wir denn gerade? Den hier haben wir, Koronvisier. Der hier würde uns Attraktivität bringen, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ah, Attraktivität. Okay, weißt du was, wir nehmen den. Von Somrun persönlich entworfen wurde dieser Entwurf unter jenen sehr populär, die uralte Texte im Zusammenhang mit dem Alten Reich studierten. Ein Tätowierer kann dieses Bild auf eurem Körper aufbringen. So, haben wir hier auch irgendwelche. Da haben wir Attraktivität. Such gerade mal nach hohen Attraktivitätsdingern hier. Gruselfaktor würde ich gerade weglassen. Nimm mal hier Attraktivität wie Karlsadler. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Schultertätowierung. Nimm mal die mal. So, Felix-Kopf. Was haben wir denn hier? Da haben wir zwei Ernte-Tätowierungen. Die kennen wir ja schon. Ach so, goldene Ernte und so. Ja, die hatten wir schon mal. Avos Augen. Das würde tatsächlich sogar unseren Gruselfaktor reduzieren. Wir nehmen mal die goldene Ernte wieder. Tallinn-Clan Harion Eisenhand. Die bewirkt gar nichts. Und hier hätten wir Attraktivität. Wir haben jetzt diese hier. Ja, belassen wir mal dabei, würde ich sagen. Wildes Meer, da hat sich nichts getan. Okay. Vielen Dank für die Tätowierungen. Die Dämonentür am Aussichtspunkt lässt keinen. Die Dämonentür am Aussichtspunkt, die muss noch ein bisschen warten. H-I-T-S. H-I-T-S. Ich finde es immer noch ein bisschen schade. Man hätte aus der Buchstabenkombination tatsächlich auch S-H-T-S. S-H-I-T machen können. Also, shit. Oh, Freunde. Hallo. Freunde, na ihr's? All klar bei euch? Ihr Helden müsst immer und überall die Nase reinstecken, oder? Ja, selbstverständlich. Solange ihr das Gold habt, ist es dem Boss egal. Geht rein. Kommt nicht auf dumme Gedanken. Wir werden hier warten. Warten wollt ihr? Aber wozu warten, wenn man auch sterben kann? Nein, nicht der. So, meine Freunde. Dann wartet mal schön, ja? Das ist Maleficus. Was ist mit dir los, Alter? So. Ich habe gerade noch für einen Moment überlegt. Ah, nochmal zum Händler gehen vielleicht. Hey, warum greift ihr meine Leute an? Damit ist das Lösegeld gestiegen. Ach so. Gebt jetzt das Gold her. Noch mehr solche Spielchen und das Kind wird aufgeschlitzt. Ach so. 10.000 willst du haben, ja? Weißt du was? Ihr greift meine Jungs an und jetzt zahlt ihr nicht? Dann können wir dem Jungen ja auch den Bauch aufschlitzen. Gute Idee. Wie wäre es mit... Dein ganzer Körper wird aufgeschlitzt, nicht nur das Bäuchlein. Wow, ein echter Held hat mich gerettet. Ich kann mein Glück kaum fassen. Räuber und ein Held an einem Tag. Wir sollten besser verschwinden. Der Mann, den ihr getötet habt, beginnt zu stinken. Bett. Wir sehen bestimmt noch mehr Räuber. Die sind sicher sauer, weil ihr Boss tot ist. Ja. Nein. Komm. Move dein Arsch. So, dann mal gucken, wie viele Freunde wir hier vorfinden. Oh, das Licht was. Tut meinen Augen weh. Ach, auf zu heulen. Ich verpasse doch nichts, oder? So, legen wir direkt... Hallo? Sag mal. Oh, dieser Ort sieht aufregend aus. So, meine Freunde. Dann wollen wir mal ein bisschen kuscheln, was? So, wir nehmen natürlich alle mit, ne? Auch die da unten. So, aber erstmal hier schön abluten und EP mitnehmen. Dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ich hatte gehofft, diese geheimnisvollen Steine zu sehen. Ja, dann gehen wir halt nochmal runter. Da sind eh noch Gegner, die ich mitnehmen will. Na Jungs, bisschen Fresse polieren. Hab da so ein schönes neues Politurmittel gefunden. Es nennt sich Stahl. Oder woraus auch immer dieses Schwert besteht. Es könnte auch Hartkäse sein, ich weiß es nicht. So, das war ein Kinderspiel mit euch, Leute. Was ist denn los hier? Können wir mal kurz beten gehen bei Avo? Ich wusste nicht, dass mich diese Räuber so weit wegbrachten. Naja. So läuft das halt, wenn man jemanden loswerden will, ne? So, wir müssen aufpassen, dass hier nicht irgendeiner uns in den Rücken fällt. Nicht wegen uns, sondern wegen dem Nervenbündel. Hä? Wutschputzi? Ach Mensch, okay, gut, dann haben wir die anderen gerade. Naja, gut, ist okay. Kann ich mitleben.
Hier können wir bestimmt viele Dinge finden, die uns töten wollen. Ja, insbesondere dich. So, da ist doch noch... Ah, guck mal hier. So, ich finde es gut, dass es nicht so viele auf einen Haufen sind, weil dann können wir die natürlich besser kontrollieren. Also bisher läuft es sehr gut. Was wird was? Da hat er uns EP gegeben? Das sah gerade nicht so aus. Frechheit. Ah doch, glaube schon. So, aufpassen. Wolltest du gerade sagen bei Scorm? Sprech diesen Namen nicht aus. Du bist nicht würdig. Aber der andere, der, ne, der da beim Tempel rumchillt, der ist würdig. Also zumindest würdig für eine von Scorms Plagen, würde ich sagen. So, dann liefern wir das Gör mal ab. Auf nach Knotenlochglade. Fast schon zu Hause. Meine Freunde werden echt neidisch sein. Bestimmt werden sie das sein, ja. Bestimmt. Wir machen nur noch einen kurzen Abstecher. Ich weiß, wo ein paar leckere Pilze wachsen, die könntest du deinem Vater mitbringen. Das klingt gerade völlig falsch, aber egal. Hier, die Ware wie bestellt. Gute Arbeit, oh Held. Ihr seid euer Geld wert. Aha. Ihr glaubt ja nicht, wo ich war. Ich war in dieser Höhle und da waren diese Räuber und... Ja, ja, halt bloß den Mund, du kleine Ratte. Ich zeige dir, was die Räuber mit dir hätten anstellen sollen. Echt? Toll! Irgendwas mit Schwertern? Mag sein. Ich muss mich jetzt um meinen verrückten Vater kümmern. Alle wissen, ich sollte der Häuptling sein. Was soll ich mit deiner Leiche tun? Hier begraben? Nee. Was? Ich werf sie in die Witchwood-Schlucht. Oh ja, die Schlucht bitte! Da ist es toll! Dieses Kind ist so dumm. Oder es kann durch den Boden laufen. Nice. Ja, geil. Gut, wir haben irgendwie ein bisschen weniger Geld bekommen, als wir Lösegeld... Ah, ich glaube, das ist zusätzlich. Ich glaube, das ist zusätzlich. Okay, nice. Wir haben alle Großtaten erledigt. Geil. Sehr schön. Ja, das haben wir, glaube ich, bonusmäßig bekommen. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Mich würde jetzt interessieren, was der Herr Häuptling dazu zu sagen hat. Gehen wir doch nochmal ganz kurz rüber. Ich glaube, der chillt nämlich in seiner Hütte. Bin mir nicht ganz sicher, aber das ist dieser eine grüne Punkt und ich vermute mal, dass das er sein wird. Der wird jetzt wahrscheinlich ziemlich mad sein, aber pff, ist mir egal. Der ist richtige Lusche. Der ist gar nicht da. Okay. Gut. Dann ist er halt nicht da. Haben wir hier eigentlich schon an der einen Stelle gebuddelt gehabt? Ich glaube schon, ne? Wo war denn das genau? Hier. Hier hatten wir, glaube ich, schon gebuddelt, ne? Ja, hier haben wir schon gebuddelt. Okay. Okay, so, warte mal. Nee, da wollte ich nicht hin. Nein, da wollte ich auch nicht hin. Hier wollte ich hin. Aktuelle Quests. Genau, wir haben das jetzt mit den Feuerherzen noch. Das hier, das will ich halt unbedingt eigentlich noch schaffen. So, was? Zum Abschluss der Folge probiere ich es noch einmal. Für diejenigen, die jetzt gar keinen Bock mehr drauf haben auf das Bogenschießen, die dürfen natürlich auch gerne schon wegschalten. Und da sage ich dann auch schon mal bis zum nächsten Mal. Aber ich will nochmal versuchen, dieses fucking Bogenkackzeug. Ich mach mal wieder hier Steuerung umstellen, vielleicht hilft's ja was. So. Einmal so hier. Hallo, ich will rausscrollen, so. Guck mal, hier haben wir übrigens diese, die Möglichkeit mit zwei Zaubern immer gleichzeitig. Das geht aber nur bei Maus und Tastatur. Na, ich werde das Seid ihr bereit für... Ja, sind wir? Nein, ich will nicht hören, aber ich will schießen. So. Okay.
Scheiße. Ah, Mann. Das muss doch möglich sein. Das ist euer Haufen. Ich erwähne. Schnauze. Ja. Parfüm, Alter. Was soll ich damit? Übt ein ich stehe drauf für zu eure stinken. Willkommen. So. Probier's nochmal. Das ist richtig, richtig schwer. Okay, warte mal. Ich versuche mal einen von den anderen. Ich versuche mal den hier. Ich weiß nicht, ob der mehr oder weniger Punkte. Ich glaube, der bringt weniger Punkte. Ah, bei dem kenne ich auch den Pfad nicht. Das ist doof. Ich nehme wieder ihn hier. Ich glaube, der bringt wirklich mehr Punkte. Ich glaube, der bringt 24 oder so. Der andere bringt nur 20. Mann, der schiebt sich immer im falschen Moment davor. Ach, so knapp schon wieder, ey. Aber vielleicht eine neue Höchstmarke, mal schauen. Waffe weghält. Ja, Schnauze. Sehen wir mal, wie ausgezeichnet. Ah, ja. Oh Mann, Alter. Der Sieger letzte Woche gewann ein ganzes Willkommen. Ich will einen Silberschlüssel, Mann. Schlecht. Nein, ich will dann die Regel nicht und hören. Und zuletzt. Oh. Mann, oh, Alter. Lass mich doch mal hier. So. Wenn wir richtig durchziehen, haben wir, glaube ich, sogar 28 Punkte, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Es ist echt, das ist richtig, richtig schwer, wenn man da richtig abstauben will. Ah, fick. Was? Nein! Mann, so knapp. Ja, wir haben die 600 geknackt. Oh, Alter. Waffe weghält. Schnauze. Sehen wir mal, wie viele Punkte ihr habt, ja? Mhm. Wir haben einen Sieger. Ja. Oh. Wie ist das, Sir? Okay. Möchtet ihr es versuchen? Das ist meine Meinung dazu. Wie konnte ich hier eigentlich nochmal? Ich habe vergessen, wie man hier tatsächlich die Waffe rausholt. War das mit... Ah, hier. Okay. Weißt du was? Schnauze. So. Alter Schwede. So, jetzt wechsle ich wieder hier auf Controller. Junge, Junge, ey. Alter, das ist so anstrengend. So schwierig. Okay. Ja, die Wachen, die können mir jetzt gestohlen bleiben. Dann machen wir den hier. Tschüss, wir gehen zur Heldengilde jetzt erstmal. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ja, und dann gehen wir mal wieder zur Hauptquest, zur Dämonentür vor der Heldengilde. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder morgen um 12 bei einer frischen Folge Fable Anniversary. Bis dahin haut erstmal rein. Tschüss.